Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, hier bei FRM. Meisterinterpreten im Gespräch ist der Name einer Veranstaltungsreihe aus Dippoldiswalde. Und durch hochrangige Künstler hat sich diese Reihe einen Namen weit über die Stadtgrenzen hinaus gemacht. Ende des letzten Jahres gab es an der Spitze einige Veränderungen. Aber die Veranstaltungsreihe wird fortgesetzt. Die Meisterinterpretenreihe im Dippoldiswalder Kulturzentrum hat auch im 2016er Jahrgang hochkarätig besetzte Veranstaltungen zu bieten. Fast 4 Jahrzehnte hat Wolfgang Mende die Konzertreihe geprägt, nun hat er die Leitung abgegeben. Die Organisation der Reihe liegt jetzt in den Händen von Thomas Seifert. Die künstlerische Leitung hat Helmut Branny übernommen. Der 58-jährige Musiker und Dirigent ist Mitglied der Sächsischen Staatskapelle Dresden, musikalischer Leiter der Dresdner Kapellensolisten und Professor für Kammermusik an der Hochschule Karl Maria von Weber. Thomas Seifert und Helmut Branny werden mit Hilfe des Dippoldiswalder Kulturzentrums die Konzertreihe weiterführen, Gutes erhalten und sinnvolle Änderungen vornehmen. Sehr geehrte Besucher, wir freuen uns sehr, Sie 2016 hier in unserem Saal mit höherer Sicherheit alles gut ausgestattet begrüßen zu können. Noch mehr freut uns, dass wir bekannte und bewährte Dinge weiterführen können, in dem Falle die Meisterinterpretenreihe. Sie hat ein neues Outfit, einen neuen künstlerischen Leiter, Professor Branny, der neben mir steht. Und als Neuerung bei den Meisterinterpreten wäre zu bemerken, wir haben die Anzahl der Konzerte auf 8 reduziert. Und es gibt ein kleines Anrecht, wo Sie nach freier Wahl 4 Veranstaltungen auswählen können. Das ist vielleicht das Organisatorische, was neu wäre. Alles andere in bewährter Weise wird weitergeführt. Und jetzt am besten, Professor Branny, dass Sie zu den inhaltlichen Dingen noch was sagen, was wir denken, was wir weiterführen können und was wir noch anders machen wollen. Ja, ich bedanke mich auch für das Vertrauen, dass ich hier diese Reihe weiterführen darf von Herrn Mende, der ja viele Jahre diese Reihe geleitet hat. Wir haben ein Programm ausgewählt, was teilweise noch der Herr Mende geplant hat, aber ich teilweise dann vervollständigt habe. Es ist mit Blick auch etwas Mozart dabei. Mozart hat ein Jubiläum, ein Geburtstag, 225 Jahre. Deswegen spielt auch Herr Rösel und auch wir spielen eine Mozart-Sinfonie am Anfang des Jahres. Wir wollen das in bewährter Weise weiterführen, was er am Ende gehabt hat, den Kontakt zur Hochschule, vielleicht auch zum Landesgymnasium ausbauen, dann auch etwas mehr mit jüngeren Leuten arbeiten, also sprich die Musikschulen mit einbinden und versuchen auch die Region mehr zu verbinden, dass wir eine Reihe haben, die in der Region mehr etabliert wird. Das ist eigentlich mein Anliegen und wie gesagt, versuchen natürlich auch noch mehr Publikum zu gewinnen. Das Publikum hier in Dippoldiswalde ist ja sehr, sehr aufmerksam, manchmal aufmerksamer wie in Dresden. Es ist ein sehr gehobenes Publikum, dafür sind wir sehr dankbar und hoffen auch, dass uns das Publikum und der Saal für längere Zeit oder für die ganze nächsten Jahre erhalten bleibt. Professor Branny möchte auch jungen Menschen gern die Klassik näher bringen. Ideen dazu gibt es bereits. Ja, das ist vielleicht eine Idee, vielleicht sogar mal ein Konzert zu machen, wo Kinder mitspielen können. Ich habe gedacht, mal vielleicht irgendwann mal die Leopold-Kindersinfonie zu spielen, dass man also quasi auch mal die Kinder mit auf die Bühne holt, die vielleicht im Saal sind. Das kann man dann ganz schnell proben. In so eine Richtung oder Karneval der Tiere in diese Richtung mal gehen, dass wir auch Programme wählen, die auch den jungen Menschen entgegenkommen. Am 24. Januar ist Professor Branny auch auf der Bühne zu erleben. Er leitet die erste Veranstaltung der 2016er Meisterinterpretenreihe. An diesem Sonntag musizieren die Dresdner Kapellensolisten mit Werken von Mozart und Haydn. Hallo liebe Zuschauer von FRM TV. Ich bin Thomas Fliegner vom Mobilforum in Dippoldiswalde. Und ich bin Matthias Hudi, ebenfalls vom Mobilforum in Dippoldiswalde und seit 6 Jahren für die Marke Suzuki zuständig. Noch ist der Grill kalt, aber am 23. Januar von 10 bis 16 Uhr laden wir Sie alle ganz herzlich ein zu unserem Winterfest im Mobilforum. Also liebe Zuschauer, und wenn Sie uns am 23. Ihren alten Weihnachtsbaum oder Ihr Weihnachtsgesteck mitbringen, dann essen und trinken Sie bei uns kostenlos. Nicht vergessen, 23.01. ab um 10. Sie sind wieder herzlich ins Kulturzentrum Parkseele eingeladen zur Meisterinterpretenreihe 2016.
Eröffnet wird die Reihe am Sonntag, dem 24. Januar, 16 Uhr, mit einem Konzert der Dresdner Kapellensolisten. Sie spielen Werke von Mozart und Haydn, Leitung hat Helmut Branni. Erleben Sie am Sonntag, dem 16.02., 16 Uhr, ein Konzert an zwei Flügeln mit den Pianosolisten Tatjana und Arkadi Zenzipper. Sie spielen Werke von Pianzolla, Theodorakis, Rachmaninow und Claude Debussy. Am Sonntag, dem 6.03., 16 Uhr, können Sie ein Konzert mit dem Sächsischen Vokalensemble und den Dresdner Kapellensolisten erleben. Die Leitung hat Helmut Branni. Gespielt werden Werke von Bach, Telemann und Haydn. Karten für die Meisterinterpretenreihe 2016 erhalten Sie persönlich im Kulturzentrum Parkseele, telefonisch unter 03504 61 2448 oder per E-Mail an kulturzentrum@diepoldiswalde.de. Liebe Zuschauer, ich möchte Sie einladen zu einer neuen Sendung Talk im Autohaus. In dieser Woche zu Gast der Amtsgerichtsdirektor AD, Joachim Thomas. Er ist 65 Jahre, das heißt, er musste in den wohlverdienten Ruhestand treten. Und ich möchte gern von ihm wissen, wie er sich sein Leben vorstellt, wie er zu dem geworden ist, was er jetzt ist. Und er ist ja, nach der Wende hierher nach Sachsen gekommen, hat mit an unserem Rechtssystem gewirkt. Ein interessantes Thema, das gibt es beim aktuellen Talk im Autohaus. Den gibt es täglich 8.30 Uhr, 12 Uhr, 15 Uhr und 20.30 Uhr. Und Sie wissen das natürlich nur bei FRM. Herzlich willkommen im Autohaus Liliensieg. So, liebe Zuschauer, und da sind wir schon beim zweiten FRM Wintergrillen und heute sind wir zu Gast beim Karnevalsclub Wurkwitz e.V. Und wir haben das letzte Mal auch schon gemacht, wie Karnevalisten hier aus Wurkwitz, die werden uns erstmal jetzt richtig begrüßen und zwar mit ihrem Schlachtruf. Und wie geht der? Wir grüßen alle Karnevalsfreunde im Kreisgebiet und die es werden wollen mit unserem Schlachtruf, mit einem dreifachen Mitwitz und Radau. Wurkwitz! Hello! Wurkwitz! Hello! Wurkwitz! Hello! Ja, das war ein lautstarker Einstieg. Wir werden mal gucken, ob die Wurkwitzer dann auch so gut grillen können. Es geht um 300 Euro, einen Einkaufsgutschein für den Expertmarkt. Dort steht der Aufsteller wieder. Und es grillen heute drei Herren. Und das sind der? Hendrik. Der René. Der Rico. Ja, um etwas Zeit zu sparen heute in dieser Kälte, haben wir natürlich die Regeln den drei Herren schon übermittelt. Also, ich würde sagen, wir fangen an. Ihr geht in Positur. Und seid ihr soweit? Und ich sage jetzt, auf die Plätze, fertig, los! So, die Uhr läuft in Wurkwitz und ich habe hier extra eine feine Zeit mir ausgedruckt. 17 Minuten 21, meine Damen, meine Herren, das war die Zeit, die die Heinsberger im letzten Jahr vorgelegt haben. Im letzten Jahr, letzte Woche? Letztes Jahr. So, also diese Zeit gilt es hier, 17:21 zu unterbieten, um eventuell die 300 Euro in den heimischen Verein zu holen. Und, liebe Zuschauer, Sie sehen es, wir grillen heute wieder mit unserem beliebten Lotus-Grill. Etwas ganz Besonderes. Ihr seid ziemlich schnell, aber brennt es denn schon unten? Jawohl. Ehrlich? Es brennt. Klingt jedenfalls so. Ja, jetzt kommen die ersten Würste schon drauf. Also wie gesagt, mit unserem Lotus-Grill, den gibt es in der BHG in Reinoldshain zu kaufen. Ein tolles Gerät für alle diejenigen, die gern Camping machen oder auf dem Balkon mal grillen wollen. Also Grillgenuss das ganze Jahr mit dem Lotus-Grill. Habt ihr sowas schon mal gesehen? Nein, noch nicht. Das erste Mal. Toll. So, während jetzt die Herren sich hier Mühe geben, die 17 Minuten 21 zu unterbieten, werde ich jetzt mit dem Präsidenten sprechen. Hallo. Grüß dich. Hallo. So,
Wir sind natürlich mit unserem Wintergrillen in eine Zeit hineingestoßen, die für euch mit sehr viel Arbeit verbunden ist. Wir haben es gerade gesehen, große Dekorationen beginnen schon im Alfred Dammheim hier in Worgwitz. Wie heißt denn das Motto der diesjährigen Saison? Das Motto heißt Vive la France, wir machen es französisch und da ist auch Aufsteller, wo das Motto nochmal draufsteht. Hm? Was darf denn der Gast erwarten bei diesem Programm? Ja, wie das bei Karnevalisten so ist, also es wird im Vorfeld nichts verraten. Einfach bitte herkommen, anschauen, es wird ein lustiges Programm werden. Denken wir zumindest. Also wir bauen seit 2. Januar auf und die Deko ist ja immer bekannt in Worgwitz, dass sie sehr schön ist. Lassen wir uns überraschen. Kartenvorverkauf ist angelaufen. Ist gut angelaufen, ja, muss ich sagen. Und wir können nur hoffen, dass das Haus immer voll ist. Wie viele Veranstaltungen gibt es? Ich habe irgendwas gelesen. Um die 10? Ja, um die 10. Und zwar geht es los am 23.01. Geht dann los am 30.01. Dann kommt der Weiberfasching am Donnerstag, Freitag Bowleparty, Samstag Veranstaltung, Sonntag Seniorenfasching. Am Montag ist dann die Rosenmontagsparty und Dienstag ist Kinderfasching. Und weil wir nie genug kriegen können, haben wir dann nochmal einen Freitag draufgepackt. Da ist die Jolly Jumper Party und der Samstag ist dann auch nochmal danach. Und also 13. Februar ist Schluss. Und das hält ein ganz normaler Mensch so aus, diesen Veranstaltungsmarathon? Naja. Ja, da hinten wird schon gelacht. Wie sieht's bei dir aus? Ohne die Frauen würde das nie gehen. Weil Frauen helfen mit. Sie wissen ja auch, da helfen viele Frauen mit. Der Korte hilft sehr viel mit. Und dann muss ich Ihnen sagen, wenn wir die Frauen nicht hätten, man sagt immer, ja, Essen warm halten ist eine Kunst. Denn wenn man hier aufbaut, wissen wir ja, wenn man manchmal nach Hause kommt. Ja, also das geht auf jeden Fall bis in die Morgenstunden bei euch? Ja, am Wochenende bestimmt, ja. So, dann wollen wir noch mal schnell an den Grill gucken. Vielleicht, ich würde dir mal hier die Zeit geben, 17:21, da kannst du dann den Jungs mal ein bisschen. So, wie weit? Ach, ja. Ihr deckt alles ab, ich darf nichts sehen, oder? Also ihr müsst natürlich auch sehen, dass es keine Kohlen werden, ne? Also sie müssen essbar sein. Ist schon gedreht. Also ihr habt schon mal gedreht. Die Bratwurst ist noch lange nicht fertig. Habt ihr schon Hunger? Ja, immer. Genau. Also ihr habt ja auch schon anregende Getränke, nehme ich mal an. Es wird kein Selterswasser sein? Na, doch. Doch. Wieso habe ich nichts anderes erwartet? Also was ist denn, sag mal, was ist denn das Besondere beim Fasching hier in Worgwitz? Na, die ganzen Leute, die sind alle verrückt und das macht einfach Spaß, dabei zu sein. Und man ist halt seit Kindstagen da schon dabei, seit 18 Jahren mindestens. Ja. Man wächst rein und man wächst mit den Leuten auf. Und ihr macht jetzt auch, den Gardetanz, der kommt sicherlich auch von euch? Ja, ja, natürlich. Wird der jedes Jahr neu einstudiert oder habt ihr so einen Standardtanz? Die Showtänze werden jedes Jahr neu gemacht und unser Marsch, der wird nicht jedes Jahr neu gemacht. Also kommt drauf an, wie wir gerade Zeit haben dafür. Ja. Und sind beim Fasching in Worgwitz auch junge Leute dabei oder ist das ein bisschen überaltert schon? Nein, ist gut gemischt, würde ich sagen. Gut gemischt? Ja, doch, schon. Genau. Und was freust du dich beim Fasching am meisten? Ich freue mich aufs Tanzen, ich freue mich aufs Feiern mit den ganzen Leuten. Ja. Und da ist dann auch die Arbeit im Vorfeld vergessen, denn ich habe ja gesehen, also ihr macht ja einen riesen Aufwand mit der Dekoration. Ja, na, das macht ja auch im Vorhinein schon Spaß, das alles aufzubauen, zu malern, zu bauen. Und man freut sich dann einfach, wenn man dann das Gesamtwerk im Endeffekt sieht. Jetzt wäre es natürlich auch nicht schlecht, wenn die Herren hier die 17 Minuten und 21 schaffen würden. Gibt es denn für euch schon Ideen, was ihr mit den 300 Euro von Expert machen würdet? Oh, da gibt es sicher einiges, was wir anschaffen müssen, aber ich glaube, da wissen die Männer eher Bescheid, was wir da so genau, was wir da so brauchen. Dann würde ich mal rübergehen. Habt ihr eine Idee, was ihr machen würdet mit 300 Euro? Ja, ja, sicher. Also eine neue Kamera, Videokamera, Fotokamera, sowas brauchen wir immer wieder im Verein. Ja. Ihr zeichnet eure Veranstaltung auch selber auf? Wir zeichnen unsere Veranstaltung selber mit auf, ja. Aber nur für uns intern, um es dann nach dem Abbau in gemütlicher Runde nochmal Revue passieren zu lassen, so als Abschluss nach dem Fasching. Und auch genauso, wenn wir mal mit dem Verein eine Veranstaltung haben, jetzt intern im Kreis, dass man sagt, okay, man hat ein Archiv, man kann mal alte Filme, alte Programme angucken. Ist schon sehr schön, wenn man sowas da hat. Wo kommen denn eure Besucher her? Sind die alle aus Worgwitz oder aus ganz Freital? Oder wo kommt denn der meistens her, der am weitesten gereist ist? Also am weitesten gereist wird, dies hatten wir im letzten Jahr aus Österreich, war ein Freund von mir, der ist direkt nur wegen Fasching an dem Wochenende hergekommen, der hat viele Jahre hier in Freital gewohnt und ist mit mir in die Schule gegangen, hat gesagt, nach Worgwitz muss ich mal wieder zum Fasching gehen, ich nehme mal ein Wochenende frei. Jetzt sind ja die Karnevalisten alles lustige Leute, ein Witz auf der
schnell mal zu erzählen? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wer ist heute euer Witzeerzähler hier im Verein? Ja, ganz passend zum Programm. Aber jugendfrei bitte. Ganz passend zum Programm. Wie heißt denn die Schwiegermutter auf Französisch? Grand Malheur. Hast du schon eine Schwiegermutter? Fast. Vielleicht. Keine Ahnung. Da müssen wir einen Piepton dann machen. Ich sage jetzt lieber nicht. So, wie sieht es denn jetzt bei den Herren der Schöpfung aus? Die, also, es wird. Und jetzt geht's los mit Essen. Ihr müsst dann den Mund aufmachen. Alle Münder auf. Alles runter. Los, 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 los. Weg. 19, 19. Jetzt genau 17:21. Jetzt 2 Sekunden eher den Mund aufmachen müssen. Sollten wir nicht die Zeit ein. Das gibt's noch. So, liebe Zuschauer, 17 Minuten 21 haben wir jetzt zweimal. Das ist noch nie passiert, seit es das Wintergrillen bei FRM gibt. Das passiert eben nur bei Faschingsvereinen. Jawohl, wir wünschen euch jetzt eine schöne Faschingssaison. Ich denke, wir sehen uns nochmal wieder, wenn jetzt niemand diese 17 Minuten 21 unterbietet. Also, da müssen wir ein Stechen machen. So, ja, liebe Zuschauer. Machen wir dann am Stammtisch mit Heinz Berger. Zwei Freitaler Faschingsvereine, genau die gleiche Zeit, das haben wir noch nie gehabt. Also eine tolle Leistung. Und wir sind in der nächsten Woche beim Faschingsverein in die Poldiswalde. Und die müssen dann 17 Minuten 21 unterbieten, um in den Genuss für die 300 Euro zu kommen. Also es bleibt spannend beim FRM Wintergrillen. In diesem Sinne eine schöne Faschingszeit. Euch ein schönes Aufbauen in den nächsten Tagen und eine tolle Saison. Wir danken. Okay, schön. Tschüss. Für Fundtiere sind die Städte und Gemeinden zuständig. Dazu schließen sie Verträge mit Tierheimen ab und zahlen je nach Einwohneranzahl einen entsprechenden Betrag an die Einrichtung. Und diese Zahlung ist immer wieder ein Streitpunkt. Und so ist es, dass in Dippoldiswalde in den letzten 2 Jahren schon das dritte Tierheim zuständig ist. Wie es genau dazu kam und was jetzt aktuell mit dem Umgang mit Fundtieren beachtet werden muss, das zeigen wir Ihnen jetzt. Wir haben im letzten Jahr eine Vertragskündigung von unserem bisherigen Kooperationspartner, dem Tierheim Freital, bekommen und haben dann in Verhandlungen versucht, eine Lösung zur Sicherstellung unserer Pflichtaufgaben zu finden. Die Verhandlungen mit Freital zogen sich bis in den Dezember hinein, 2015. Bis zu diesem Zeitpunkt ist es uns nicht gelungen, eine Lösung zu finden. Die Vertragskündigung ging mit einer Erhöhung der Pro-Kopf-Pauschale einher. Und zu dem Zeitpunkt haben wir versucht, eine Lösung zu finden, den bisherigen Satz der Pro-Kopf-Pauschale beizubehalten. Es ist uns im Dezember 2015 nicht gelungen. Es gab zwar dann ein Angebot im Januar vom Tierheim Freital in der Richtung, alles so zu belassen, wie es bisher war, aber wir mussten natürlich sicherstellen, dass zum Zeitpunkt 1. Januar 2016 die Unterbringung der Fundtiere gewährleistet ist. Aus diesem Grund hatten wir schon im Vorfeld parallel zu den Verhandlungen mit Freital, mit Freiberg, mit dem Tierheim in Freiberg verhandelt und
einen Vertragsentwurf vereinbart. Dieser Vertragsentwurf ist seit dem 1. Januar ein gültiger Vertrag geworden. Das heißt, unsere Fundtiere in Dippoldiswalde und in den Ortsteilen, die werden von den Mitarbeitern des Tierheimes in Freiberg abgeholt und in Freiberg dann entsprechend betreut. Ja, soweit die erklärenden Worte des Dippoldiswalder Oberbürgermeisters. Und wir wollen jetzt einmal wissen, was das bedeutet, das Tierheim in Freiberg aufzusuchen, und zwar genau in Kilometer und in Minuten. Und deswegen habe ich auch hier eine Stoppuhr mit. Die werden wir jetzt starten. Wir machen uns jetzt hier vom Dipser Rathaus auf dem Weg ins Tierheim Freiberg. Und das befindet sich auf der Münzbachtalstraße 129. Und los geht's. Ja, hätten wir jetzt ein Fundtier im Auto, hätten wir es nach 3 Kilometern Fahrtstrecke und 8 Minuten Zeit schon abgeben können, und zwar im Tierheim Reichstätt. Das geht aber nicht, weil das Tierheim Reichstätt keinen Vertrag mehr mit Dippoldiswalde hat, und somit müssen wir weiterfahren Richtung Freiberg. Fast 30 Kilometer bin ich jetzt gefahren, 30 Minuten unterwegs. Und wir sind jetzt schon im Landkreis Mittelsachsen in der Universitätsstadt Freiberg. Aber auch hier ist das Tierheim noch nicht erreicht, denn wir müssen jetzt noch Richtung Halsbrücke fahren. Mal sehen, wie weit das noch ist. So, nach 40 Minuten Fahrzeit und 35 Kilometer bewältigter Strecke sind wir jetzt hier am Tierheim Albert Schweitzer in Freiberg, also ungefähr ja, 70 Kilometer hin und zurück von Dippoldiswalde. Also da fange ich jetzt wirklich schon mal an den Entscheidungsträgern zu zweifeln. Ja, jetzt sind wir hier im Tierheim in Freiberg, im Albert Schweitzer, und neben mir steht die Frau Otto. Frau Otto, Sie sind vom Vorstand und Sie haben ja diesen Vertrag mit Dippoldiswalde geschlossen. Was beinhaltet der denn, was bieten Sie denn in Bezug auf die Fundtiere? Ja, also die Kommunen sind ja im Allgemeinen, laut bürgerlichem Gesetzbuch gehört es zu den Pflichtaufgaben der Kommunen, gefundene Tiere durch einen Anbieter verwahren zu lassen. Und so haben uns im Jahr etliche Anfragen von Gemeinden und Städten erreicht, unter anderem auch von der Stadt Dippoldiswalde. Wir haben daraufhin ein Vertragsangebot unterbreitet, was angenommen wurde. Und deshalb besteht seit 1.1.2016 ein Dienstleistungsvertrag mit dieser Stadt und den dazugehörigen Gemeinden. Der Vertrag beinhaltet die Abholung, Verwahrung, medizinische Betreuung und Weitervermittlung von Fundtieren, also gefundenen Haustieren, Hunden, Katzen, Kleintieren. Es gehören nicht dazu Nutztiere wie Schafe, Ziegen und Geflügel. Also die Abholung, das heißt, Sie kommen nach Dippoldiswalde, in welcher Zeit? Die Abholung und Aufnahme erfolgt praktisch zu den Dienstzeiten des Tierheims, täglich von 8 bis 18 Uhr, auch an den Feiertagen. Wenn jemand ein Tier in der Zeit findet, wendet er sich zuerst ans Ordnungsamt der Stadt Dippoldiswalde, und diese wird uns dann informieren und wir werden das entsprechende Tier dort abholen. Sollte es außerhalb der Dienstzeiten geschehen, kann man sich direkt an unser Tierheim wenden und wir werden das Tier dann abholen. Des Nächtens ist das leider nicht möglich. Für diesen Fall hat die Polizei oder die Feuerwehr dieser Stadt ein Schlüssel für einen Notfallzwinger, dort ist ein Schutzraum drin, dass sozusagen ein Hund dort von der Polizei in der Nacht eingebracht werden kann. Wenn jemand jetzt glaubt, sein Hund, also sein Haustier, ist hier abgegeben worden, ja, was macht er dann? Ja, in erster Linie wendet er sich mal an die Stadt Dippoldiswalde, an das Ordnungsamt, und fragt nach. Und wenn dort keine Meldung vorliegt, dann kann er gerne bei uns anrufen und sein Tier beschreiben. Es ist so, dass für jedes gefundene Tier, was in unserem Tierheim ankommt, ein Fundtierprotokoll erstellt wird mit den Angaben des Finders,
des Fundortes, des Funddatums und des Aussehens des Tieres, sodass eindeutig gesagt werden kann, ist dieser Hund, diese Katze, dieses Kaninchen im Tierheim Freiberg oder nicht. Das ist natürlich auch ein ganz schöner Weg jetzt von Diepoldeswalde. Wir sind gerade gefahren, 35 Kilometer, ja. Kilometer eine Strecke, 70 Kilometer hin und zurück. Das ist auch schon ganz schön, ja, wer sein Tier mal besuchen will oder hier was aussuchen will, der muss natürlich einen weiten Weg gehen. Haben Sie denn auch eine, zum Beispiel eine Busverbindung hierher? Also mit Busverbindung wird es schwierig. Es gibt sicherlich eine Verbindung, eventuell bis zum Bahnhof nach Freiberg und dann müsste man von der Sache aufs Taxi zurückgreifen, weil unser Tierheim liegt an einer Busstrecke, die bloß dreimal täglich befahren wird. Das ist natürlich der Nachteil, sage ich mal, wenn man einen Vertrag schließt mit einer Kommune, die so weit entfernt ist. Aber ich sage es mal so, ich würde es persönlich so sehen, wenn ich mein Tier gerne habe und mich freue, dass es irgendwo aufgefunden ist, würde ich es gerne auch bei dieser Entfernung wieder abholen. Frau Otto, Sie haben im kurzen Vorgespräch gesagt, dass Sie erst mal ein Jahr probieren, ob Sie da auch mit Ihrer Kalkulation von 54 Cent hinkommen, um diese ganze Leistung zu erbringen und dann am Ende des Jahres noch mal gucken, ob der Vertrag so beibehalten wird. Ist das richtig? Ja, das ist richtig. Also wir haben eine Kalkulation erstellt und sind der Meinung, wir können kostendeckend arbeiten. Also wir haben diese Entfernung mit eingerechnet. Wir haben die ungefähre Anzahl der Tiere, was so in den letzten Jahren gefunden wurde, so als Erfahrung mit eingerechnet. Und wenn man dann, sage ich mal, zum Halbjahr oder zum Dreivierteljahr feststellt, das rechnet sich nicht. Wir können nie kostendeckend arbeiten. Wir können die Versorgung dieser Tiere nie artgerecht gewährleisten mit dieser Summe. Muss man selbstverständlich nochmal neu drüber nachdenken und nochmal neu verhandeln. Ja, also die Räume hier im Tierheim, die sehen natürlich top sauber aus und ich denke, es gibt auch keinen Zweifel, dass die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen hier ihren Job tun. Ob die Entscheidung richtig war, ein Tierheim zu suchen, was wirklich 35 Kilometer von Diepoldeswalde entfernt ist, das wird die Zukunft zeigen. Wenn Sie Tiere finden, meine Damen und Herren, wenden Sie sich bitte zu den normalen Öffnungszeiten des Rathauses an die Mitarbeiter. Am Wochenende und nach den Öffnungszeiten bitte ich Sie, die Polizeidienststelle in Diepoldeswalde zu kontaktieren, die informiert ist und die dann alle weiteren Maßnahmen für die Tiere in Zusammenarbeit mit der Verwaltung einleitet. Herzlichen Dank. Und ich verabschiede mich an dieser Stelle für diese Woche von Ihnen. Machen Sie es gut, Ihr Ronny Birner.